Hey ho Leute, hier ist wieder der mit dem Vogel zeigt. So, eine neue Folge. Wir spielen Minenarbeit.de. Ich weiß gar nicht, warum ich bin immer noch so völlig aufgedreht, glaube ich, weil ich hier diese schöne Höhle und nicht nur deswegen und überhaupt. Wir gucken jetzt einfach mal, was hier so los ist, so am Bach, ne? Oh, wer hat denn die Fackel dahin gehängt? War ich das, als ich hier geguckt habe? Kann ja eigentlich nur, ne? Obwohl, wer weiß, ne? Was sie sich so wie mal einfallen lassen. Wenn ich das Spiel starte, erscheint dann immer kurz Update. Minecraft Update. Und ja, wer weiß, was die dann immer so reintun. Nein, ich weiß auf jeden Fall schon, es kommen lustige Sachen in 1.7. Das habt ihr bestimmt jetzt inzwischen auch mitgekriegt. Ich hab's jetzt hier, wo ich hier gerade drehe, gerade erfahren. Wahrscheinlich sind diese Pistons, also diese Kolbenpumpen-Dinger. Ah! Die sind wahrscheinlich dann dabei. Während der Notch jetzt auf der E3-Messe ist, ist, glaube ich, der Jepp alleine. Der Jens Bergenstein alleine und kümmert sich wieder um Minecraft. Er hat sich ja vorher bei 1.6 hat er sie ja nicht mitgemischt, hat er nichts zu tun gehabt. Da war er mit Scrolls beschäftigt. Ah! Treffer versenkt. Na, wo bist du denn jetzt? Ah, die Arbeit mit allen Tricks hier. Ja, der Jens Bergenstein, der ist aber, der kümmert sich um die Pistons. Und ja, die werden dabei sein. Und das wird ja auch dieses Adventure-Update, was auch immer das wohl bedeuten mag. Das ist wohl ein neuer Spielmodus, der wohl ein bisschen härter ist, mehr Dungeons und so. Ach komm, jetzt mache ich dich aber platt. Sag ich doch. Oh, das ist aber hier, es ist aber... Spinne! Spinne! Habt ihr gesehen, die kommt da an, du. Nee, weg. Also das ist hier, wir haben hier noch richtig viel zu tun, bis ich hier mal in Ruhe alles abbauen kann. Ja, die Spinne, die hängt jetzt natürlich da irgendwo in der Ecke. Na komm, Schätzekin, hä? Du rülpst auch wieder was. Ich wollte doch da unten hin, aber ich komme da nicht hin, wenn da überall jetzt Viechzeug auf uns wartet. Vor allem schießen die mich jetzt. Ja, ja, genau. Vielleicht kriege ich den. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pfeile ich habe. Gucken. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie viele Pfeile ich habe. Jetzt bin ich zu nah dran. Wenn der jetzt wiederkommt, kann der mich treffen. Ach Leute, jetzt ist der weggegangen. Dann ist er wieder so hell, da habe ich meine Fackel hingehängt, ne? Boah, was ist denn hier los, du? Wo bist du denn jetzt? Komm her! Ich sag mal so rein. Ja, und man wird dann auch Nein, man wird dann Schafe nicht mehr scheren können auf gewohnte Weise. Sondern die werden Scheren einführen. Richtige so Scheren, die man sich dann... Also es ist ein neues Werkzeug. Und das wird man benutzen müssen, um Schafe zu scheren. Und da waren da noch so ein paar Sachen, die ich jetzt gerade... die mir entfallen sind. Blöde Spinne, jetzt komm her. Nix O. Oh, doch O. Jetzt muss ich aber mich erstmal hier ein bisschen verdünnisieren. Weil das ist jetzt zu heiß. Ich habe ja jetzt auch. Bin ich ja verletzt und nee, das ist mir dann immer so unpraktisch. Haben wir denn die Vorteil, dass wir nicht sehr weit von unserem Brutpunkt weg sind. Ne, das ist alles hier in Reichweite, aber ich habe ja immer so viele Sachen dabei. Ich bin ja nicht hier gut vorbereitet. Das gebe ich ja gerne zu. Ja, ja, gut, aber wir haben da jetzt auch einen Blick reingeworfen. Im Moment ist mir jetzt auch noch gar nicht so danach, da mal alles zu klären.
Ich würde einfach mal dann gucken, dass ich hier so Meter für Meter mich da reinarbeite. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Fackeln aufstellen. Wir müssen es etwas mehr beleuchten, glaube ich. Damit hier nicht wieder, ne, so ein grünes Schreckgespenst mit Mangen in unserem Raum hier rumsteht. Hier fehlen natürlich auch mal so ein paar so. Ah, ist der Raum nicht hoch genug, ne? So eine Deckenlampe oder sowas, ne? Ich jetzt hier so eine Fackel hinstellen, das ist ja wirklich super, super schlecht, ne? Ja, da müssen wir einfach noch heller machen, noch irgendwie. Der Raum ist ja auch sehr groß, das ist immer von Nachteil, ne? Die kriegt man schlecht beleuchtet. Das kann man eigentlich gut mit Lightstone machen. Also hier so Lichtstein, ne? Er kennt Lichtgestalten, ne? Und ich kenne auch Lichtsteine. Und die kriegen wir natürlich nur im Nether. Und dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger im Moment. Ach so, jetzt können wir doch mal draußen gucken gehen. Ich mach das jetzt nochmal. Vielleicht steht da unten wieder ein Creeper. Kuckuck. Nee, alles okay. Da ist einer. Was sagen eigentlich so, was ist denn so pfeiltechnisch angesagt? Das geht noch. Und hier um die Ecke, ich muss auch diese Ecke noch sichern. Das ist einfach immer so heikel, hier lang zu laufen, wie das hier aussieht. Oh Mann. Oh, ich habe aber irgendwelche Schritte gehört. Das waren wohl meine, ne? Hallo, ach. Der ist aber schnell da gewesen, ne? So, und dann ist er auch schnell weg gewesen und hat sich da hier in Luft aufgelöst. Leider hat er sein Sprengpulver nicht abgegeben. Ja, das wird Rache nach sich ziehen. Bei der nächstbesten Kreatur, die ich so finde. Ja, das müssen wir noch ausnutzen, dass wir jetzt hier die Schafe so einfach. Ich finde das gar nicht. Ich meine, die Scheren, habe ich ja erwähnt, die kann man dann auch noch für andere Sachen verwenden. Und wenn man ein Schaf so erschlägt, wie gerade jetzt ich hier es so gemacht habe, dann wird das immer eine Wolle abwerfen, auch trotzdem, ne? Aber es ist natürlich nicht sehr ergiebig. Da waren noch irgendwelche Sachen. Laub, Laub, genau, Laub kann man dann irgendwie, wie mit so einer Heckenschere. Was auch immer das dann bringen soll, und ich hoffe mal, da hängen dann auch noch mehr Sachen mit dran, dass das nicht wieder einfach nur so eine Veränderung bestehender Dinge ist, die eigentlich gut funktionieren. Also so, auf Deutsch gesagt, ich liebe dieses Wort, ne? Verschlimmbesserung. Das kennt ihr alle, und ich glaube, das gibt's auch nur in Deutsch, dieses Wort. Ich habe das mal in irgendeinem Forum diskutiert. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus, ne? Da oben, diese Stangenkonstruktion aus der Ferne. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Ne, ich habe da mal diskutiert über hier, so von wegen Verschlimmbesserung, ne, mit so einem Engländer oder was. Da kam man einfach nicht darauf, dass. Ne, so ein Wort gibt es einfach nur in Deutsch. Und ich finde das genial, das Wort. Ne? Das ist so typisch, wenn Leute so anfangen an bestehende Sachen, die gut sind. Mal einfach so aus Jux und Dollerei, ja, jetzt haben wir mal den Drang, wir müssen ja was Neues bringen, irgendwas anders machen, und ey, dann machen sie alles damit nur noch schlimmer, ne? Unter, ja, eigentlich nur der Idee, etwas verbessern zu wollen, ne? Das finde ich gut da oben. Laub schneiden, das wäre ich. Also, das, was ich mir vorstellen könnte, was ich sehr gut fände, das ist ja im Multiplayer, ist das ja möglich, wenn du da cheaten kannst und so. Da kannst du ja Laub cheaten, ne? Da kannst du so. Das ist super genial, ne? Also, da hast du halt so 64er Stack Laub, und dann kannst du den überall. Das sieht aus wie Sträucher. Und das würde ich gerne machen. Ich würde hier gerne wie so Efeu hier so hochranken lassen oder so, ne? Vielleicht ist ja sowas möglich. Sowas stelle ich mir vor, wenn so Heckenscheren eingeführt werden. Na. Ich halte euch auf dem Laufenden. Na. Wenn ihr immer schön lieb seid und auf minenarbeit.de nachlesen kommt, na. Ist immer ganz gute Idee, da mal auch was nachzulesen.
Ja, ist irgendwie, jetzt haben wir in der Folge irgendwie nicht so richtig viel gemacht, ne? Wir haben jetzt mal wieder so ein bisschen viel gequatscht, finde ich. Und mag hier nichts da, ja. Das, bleiben wir einfach mal dabei. Ich habe diesen Vorsprung, diesen Übersprung, diesen Überschlag-Vorhammer-Dings hier, den unheimlichen, ja, den habe ich schon länger mal ins Auge gefasst, dass man da drauf. Das würde sich doch anbieten, da drauf eine Siedlung bauen oder so eine Art kleine Festung oder so. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, wenn man da oben vielleicht irgendwas festigt. Oder ist das so pisselig vielleicht? Das sieht vielleicht statisch nicht so gut aus. Dann ist vielleicht auch zu nah an unserem Wohnturm. Ich bin mir halt noch nicht sicher, wie wir das hier alles noch ausweiten sollen. Ich habe ja mal hier so eine Idee von einem Hafenbecken. Ach, siehst du, das wollten wir da auch noch machen. Vielleicht bereite ich doch mal jetzt eine Expedition vor, dass wir mit dem Boot da hinten hinausfahren, um mal zu sehen, was wir da noch für Gegenden finden. Und ob sich das lohnt, wenn man jetzt hier einen Hafen anlegt. Der sollte natürlich dann nicht da so einfach so im See rein, ne, wo das sofort wieder zu Ende ist, sondern dass man da so irgendwie so eine kleine Seetour von starten kann. Ach, in alle Himmelsrichtungen. Ne? Nicht jetzt so super weit. Das muss alles relativ praktisch sein. Ihr wisst ja, der Weg zwischen Wiesenfels und Emlomar, der ist ja so weit geworden, nur weil ich irgendwie, ne, ich hatte mal Lust, das auszuprobieren. Ne? Und aber so weit müssen wir das hier eigentlich nicht machen, das wird einfach zu unpraktisch. Vor allem haben wir hier eine wirklich abwechslungsreiche Gegend. Da hinten ist in der Richtung haben wir ja sogar noch Schneegelände, Tundra und alles. Da waren wir ja schon mal da erkunden, ne? Die Richtung waren wir auch schon, da haben wir ja auch schon angefangen. Also das ist natürlich, da mache ich mir jetzt gerade Gedanken darüber, was man so alles machen könnte. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr vielleicht irgendwie auch so eine Art, ja, so eine Burg haben, ne? Ich baue ja gerne diese Burgen. Sollen wir sowas machen, wenn wir mit dem Wohnturm hier einigermaßen fertig sind? Ich denke mal, das ist jetzt unser Zentrum hier, Bad Schönfels, und hier geht es ja auch noch zu den Minen und alles. Wir haben hier noch so viel zu tun. Aber man kann natürlich noch irgendwo sich ansiedeln auf irgendeinem Berg. Es sollte nicht zu hoch sein. Weil die Wolken dann immer stören, wenn die so durch die Räume durchfliegen. Ne? Ach ja, also ich lese auch immer eure Kommentare und schnapp mal so die eine oder andere Idee auf. Und vor allem fällt mir ein, da hatte auch jemand mal die Idee, hier vielleicht so auch so ein Plateau zu machen, also eine Art Terrasse. Und von da aus besser zum Strand runterzukommen. Das halte ich auch für eine sehr gute Idee. Bin nur nicht dazu gekommen, aber die habe ich auch schon auf dem Plan. Da müsste man das ganze Ding jetzt natürlich auch ein bisschen anders machen. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also ich lese immer mal, was ihr so schreibt, weil das natürlich interessant ist, und da ist gerade eine Kuh auf dem Baum. Das bringt mich völlig aus dem Konzept, wenn ich sowas sehe. Ne? Also, weil sowas ist, das geht ja eigentlich gar nicht. Naja, ist auch. Ja, also wie gesagt, schreibt auch mal. Aha. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie der Creeper reingekommen ist. Das ist jetzt wirklich nicht besonders kompliziert. Ich hab da irgendwie, das habe ich gar nicht, das habe ich verpennt irgendwie beim Bau, dass man hier jetzt raufhüpfen kann und dann schon drin ist. Und das können ja Sprengwürmer tun. Ja. Ja, gut, Leute. Ich sag langsam Adieu. Natürlich nur für dieses Mal. Und mach mir noch so ein paar warme Gedanken, dass wir in der nächsten Folge und in den nächsten Folgen auch mal besser noch ein bisschen weiterkommen, beziehungsweise auch eine vernünftig geplante Expedition unternehmen mit dem Boot. Ne? So richtig Ahoi-mäßig, ja. Und bis dahin bleibt mal schön gesund und lieb und nett und fleißig und alles, ne? Und haut rein, aber nicht so doll. Und, ne? Denkt immer dran, ne? Minenarbeit.de ist eure Webseite. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Was erzähle ich denn? Das ist meine Webseite.
Mensch, ey, ich muss hier aber wirklich mal mit mir selber ins Gericht gehen. Das kann ich wirklich überhaupt nicht.